So, hallo Leute, ja mal wieder ein kleines Infovideo, ja, so würde ich das nennen. Es geht um Folgendes. Wie ich euch schon mal, ja, ich habe ja im ersten Part von Tales of Phantasia gesagt, dass es einen Grund hat, warum ich jetzt noch ein siebtes Projekt angefangen habe. Ja, genau. Ich habe mir das nämlich jetzt so gedacht. Ich werde jeden Tag ein bestimmtes Projekt machen. Für jeden Wochentag ein Projekt. Da von diesem Projekt mache ich schon, sagen wir mal, 1 bis 5 Parts. Also ein Part kommt von an diesem Tag für diesen Projekt auf jeden Fall. Ja. Und ja. Ich denke mal, so im Durchschnitt werden 3 Parts kommen. Also genau die Mitte. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Und ja. Wie, welches Projekt kommt, das seht ihr hier einfach schon. Nach dieser Reihenfolge. Also ich kann es für all dies jetzt noch nicht ganz verstanden haben, aber die meisten sollten es verstanden haben, aber ich werde es nochmal genau erklären. Ganz oben ist Luffy, also kommt montags Luffy, dann dienstags Naruto Part of Ninja 1, Mittwoch Mario und Luigi Superstar Sega, Donnerstag Pokémon Bloody Platinum KV1, Freitag Pokémon White, Samstag Pokémon Hard Copper Grün, Sonntags ja, Tales of Phantasia, genau. Genau. Ja, darum habe ich noch ein siebtes Projekt gebraucht, damit ich für jeden Tag ein Projekt habe. Damit ich jetzt alle mal ein bisschen. Jetzt fällt mir das Wort dafür nicht ein. Gleichmäßig. Ja, vor allem gleichmäßig viel mache, damit die anderen Projekte auch mal vorankommen. Oh Gott. Ja. Mann, jetzt fehlen mir schon wieder die Worte. Mann, Mann, Mann. Aber was soll's. Ja, also das ist so viel dazu, damit ihr das wisst. Und ja, ihr könnt mir Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Na gut, dreimal hintereinander noch Pokémon. Von Donnerstag, am Freitag und Samstag, die 3 Tage. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn doch, könnt ihr das Kommentare schreiben. Da kann ich es nochmal ändern. Und ja, also in dieser Reihenfolge werden jeden Tag ein Projekt kommen. Montag, Dienstag und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Habe ich eben schon erklärt. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ja, solltet ihr. Ja, stimmt. Ach, ich bin schon wieder. Kein Wort finde ich dafür. Aber okay. Und ja, ich will mich bedanken für 45 Abonnenten. Bald habe ich 50. Da gibt es ein Abo-Spezial. Da könnt ihr mir immer noch Vorschläge machen. Wie gesagt. Ja. Und ja, ich glaube, das war's eigentlich schon. Jetzt wisst ihr, wann was kommt. Ja, also wenn ihr es vergessen solltet, guckt euch einfach die Reihenfolge an. Dann wisst ihr es. Und ja. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Weil es alles mal ein bisschen geordnet, da kommt von allen mal was. Und ja. Dann wisst ihr ja, die Beispiel Tales of Phantasia mögen, wann es das bei mir gibt, welche die Pokémon, ja. Oder die Platin wie Käfer wann mögen, ja, dann wissen die auch, wann das kommt. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Habe ich eine kleine Ordnung drin. Und ja, ich habe bevor ich hier wieder so viel Schwachsinn rede, höre ich jetzt lieber auf. Und ja, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann beende ich das Video hier. Und wir hören uns ein anderes Mal wieder in ein anderes Video. Und ja, ich werde gleich morgen damit anfangen, das so zu machen. Also gleich mit morgen geht es dann los mit Bloody Platin, der Käfer wann geht es dann weiter. Und ja, dann immer so weiter. In dieser Reihenfolge. Okay, dann werde ich jetzt beenden und wie ich schon sagte, wir hören uns in einem anderen Video wieder. Also dann, ciao, bis dahin.